Streli, willkommen bei Blau oder Schwatt. Grüß dich, Robert. Streli, ordentlich oder unordentlich? Ordentlich, würde ich sagen. Haustier oder kein Haustier? Kein Haustier. Ich mag zwar Haustiere, ich mag Hunde, Katzen eher weniger, aber ich bin da, sag ich mal, ich habe ein Kind, das reicht. Torschützenkönig oder Nichtabstieg? Nichtabstieg. Lauftraining oder Kraftraum? Kraftraum. Ich denke, ich bin ein athletischer Fußballer, sage ich mal so. Ich mache schon Krafttraining, seit ich 18 bin. Und ja, ich glaube, Laufen nicht jeder so gerne. Streli, wenn du im Fußballstadion dir ein Spiel angucken könntest, Sitzplatz oder Stehplatz? Das ist schwer zu sagen. Also es kommt darauf an, welches Spiel das ist. Ich würde mal gern mal bei den Fans dabei sein und einfach mal mit denen feiern, aber ansonsten würde ich schon einen Sitzplatz bevorzugen. Also kommt drauf an, welches Spiel das ist. Fufu oder Currywurst Pommes Mayo? Ich würde dann lieber Currywurst Mayo nehmen, weil ich kann es auch gut begründen. Also Fufu, das ist, ich sag mal so, das liegt sehr schwer im Magen. Und wenn man das isst, dann ist man auch relativ voll, und ich denke mal, mit Currywurst, da bin ich schon zufrieden damit, wenn ich das essen kann. Sportwagen oder Kinderwagen? Beides. Beides eigentlich. Also ich fahre gern schnelle Autos, aber Kinderwagen schieben tue ich auch sehr gerne. Kirche oder Disco? Kirche. Ich glaube, ich bin gläubig erzogen worden. Ich wurde zwar nicht getauft oder so, evangelisch oder katholisch, aber ich bin da schon gläubig und glaube auch an Gott. Und ja, bevor ich in die Diskothek gehe, gehe ich dann lieber in die Kirche. Streli, Radio oder Playlist? Playlist, definitiv. Ich bin einer, der gerne Musik hört. Gucke auch immer, was so die neuesten Lieder sind. Ich höre eigentlich alles, was sich gut anhört. Also ich habe da auch keine Musikrichtung, die ich da gerne höre oder sonstiges. Wie gesagt, was sich gut anhört, das höre ich. Streli, du bist jetzt Papa geworden. Du bist dran, mit ins Bett bringen. Buch vorlesen oder Gute-Nacht-Lied singen? Um ehrlich zu sein, mache ich keins von beiden. Das macht dann meine Freundin. Wenn ich es mal machen sollte, sage ich mal so, was ich sehr, sehr selten mache, dann würde ich lieber was vorsingen, sage ich mal. Ich glaube, lesen, ich weiß nicht, die Kinder, also zumindest mein Sohn in dem Alter, wo er ist, da hört er nicht, glaube ich, so zu, was ich ihm da vorlese. Okay, danke Streli, das war's. Danke, Robert.